Ich habe das Gefühl, dass er geht so schnell auf dieser Strecke. Ja, das finde ich auch. Das finde ich echt krass. Ich weiß nicht, warum. Oh Gott, scheiße. Boah. Fuck, war das häslich. Ich bin voll in die Kurve rein. Ich hatte so Angst, dass mich jemand wegrammt. Weil es sind drei Leute, Gasly, Sainz und Leclerc, sind in die Kurve reingefahren und ich habe zu spät gebremst. Ich habe alle drei geschnitten quasi. Ich hatte so Angst, dass mich irgendeiner von denen kickt. Aber ich habe nur eine Verwarnung bekommen für Abkürzung halt. Boah, ey, das war so knapp, ey. Ich hatte gerade so Angst. Richtig gute Ausrede für Kurve abkürzen, Mike. Ja, ich war halt neben Gasly und wollte ihn überholen. Und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich halt spät bremsen, sonst zieht er wieder rein. Und das war dann ein bisschen zu spät. Ein bisschen zu spät. Ich glaube, das ERS ist einfach abgeschaltet in dieser Pen. Boah, Gasly, ey. Die sind so also, irre, die KI, die ist so dumm. Es ist nicht nur richtig schnell leer, sondern es lädt sich auch überhaupt nicht wieder auf. Das ist es halt. Weil wenn es irgendwie schnell leer wäre, dann könnte man ja denken, okay, es lädt sich dann auch dementsprechend wieder schnell auf oder so. Aber komm. Lädt sich, wenn ich auf niedrig, normalerweise lade ich immer auf niedrig auf. Funktioniert ja normalerweise wunderbar. Du lädst auf niedrig auf? Ja, das klappt eigentlich normalerweise auch. Ich glaube, wenn man ein, zwei Runden auf niedrig fährt, ist wieder voll. So mehr oder weniger, also drei Viertel oder so, wo man dann wieder ein bisschen fahren kann. Aber auf dieser Strecke lädt sich auf niedrig überhaupt nicht auf. Ein bisschen so gefühlt. Also verbrauchen tut sich's extrem schnell, das merke ich auch. Ja, und es lädt sich nicht auf. Das mit dem Aufladen, das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber kann auch sein. Ich glaub dir das. Wenn du mir nicht glaubst, dann ist hier aber was los. Ja, die Hamilton muss man ja Platz glauben. 3. Ja, ich bin jetzt Platz 6. Ich habe Gasly und Sainz überholt. War anstrengend, aber ich habe es geschafft. Bin jetzt hinter Leclerc, der ein bisschen fightet da vorne. Ich weiß noch nicht genau mit wem. Verstappen ist es, okay. Holy moly. Okay, in 6 Runden geht's wieder an die Box und ich habe 12, irgendwas Sekunden Abstand zu Platz 2. Ja, das klingt gut. Du wirst wieder gewinnen. Direkt dahinter ist halt Hamilton. Gewinnst du. Ah, ne, jetzt wieder. Ist Hamilton auf Platz 2. Er hat Norris überholt. Und Norris war halt noch gar nicht an der Box. Also der spielt sowieso nicht um die Plätze vorne mit. Okay, Verstappen dahinter wurde halt überholt. So, keine Ahnung, Max Verstappen, ja genau. Der wurde gerade überholt, der ist jetzt vor mir. Leclerc hat ihn überholt, glaube ich, war das, ja. Schon wieder vergessen, wer das war. Da vorne sehe ich so einen Norris. Alternative Strategie. Boah. Will, dass ich erst in Runde 21 statt Runde 20 in die Box gehe. Wow. Was eine geile Strategie. Hab ich einfach mal gesagt, jo, mach ich. Einfach rausgehauen. Ja. Ist ja krass. Bringt so viel. Sagen denn meine Reifen? 19%, 17%. Aua, sagen die. Also auf der rechten Seite insgesamt ist weniger Abnutzung. Rechte Seite ist richtig wenig. Rechts vorne vor allem ist so ja, wenig. Ja, vor allem rechts vorne, ja. Aber rechts hinten ist auch weniger als links. Ich hab rechts vorne die Hälfte von links hinten zum Beispiel. Boah, ey, der was linken Seite ist bei mir die? Genau gleich, links habe ich 19% bei beiden Reifen. Digga, die sind so irre. Verstappen hat gerade Leclerc wieder überholt. Die fahren so gestört. Locker 50 km/h haben die drauf. Das fände ich gut, wenn die nur 50 km/h drauf hätten. Ich habe eigentlich keine Lust, mich da jetzt einzumischen in diesen Fight. Ja, dann kannst du ja einen Undercut machen. Wir haben jede Menge Energie. Setze und dann los. Ich krieg die schon. Aber jetzt gerade habe ich noch keinen Bock. Muss halt
Ideal vor Start und Ziel. Alternative Strategie! Das ist auch in Runde 21 oder gleichzeitig 22. Ah, oh je. Holy moly. Das schlägt ja nicht gleich vor, sodass man nochmal auf Rot wechselt eigentlich. Das wäre doch mal genial. Bei dem Verbrauch, oder? Weiß ich nicht, müssen wir gleich mal gucken. Das kriegen wir ja dann raus. Das sehen wir dann mal. Boah, jetzt bremst Norris beide aus. Leclerc und Verstappen so nah an Norris dran. Wenn man irgendwie erst in Runde 25 oder so gehen würde. Weil wir sind ja jetzt seit 10 Runden sind wir drauf. Auf den Reifen. Oder sogar schon 11 Runden. Wenn wir jetzt nochmal 10, wären wir erst bei knapp, also ich wäre dann ungefähr bei 40% oder knapp über 40%. Und 9 Runden kann man ja locker mit Rot fahren. Wäre doch eigentlich voll genial. Ich glaube, das ist eine Sache, die. Ja, müssen wir uns angucken, mir. Ja, müssen wir uns angucken. Halt ich im Hinterkopf. Haben wir überhaupt noch Rote mit? Okay, Leclerc und Verstappen sind beide an die Box gefahren. Ich bin jetzt hinter Norris, der immer noch nicht an der Box war. Mit stimmt, Hamilton muss auch an der Box gewesen sein, weil Norris wieder auf Platz 2 ist. Das weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Oder hast du Hamilton überholt? Nee, habe ich nicht. Also, was? An der Box wenn dann. Also, weiß wo gehen nicht. Die denn jetzt schon an die Box? Was haben die denn für eine Strategie? Keine Ahnung, weiß. Also, das Hamilton vor allem an der und das Norris aber noch immer noch gar nicht, weil der hat. Norris war ja insgesamt noch gar nicht gelb, in der Box. Der hat auf gelb gestartet, ja. Genau, und Hamilton ist dann ja schon die zum können zweiten alle Mal in der Box. Arsch lecken, ich hab zu spät gebremst. Ich gebe jetzt wieder ein bisschen Gummi und dann kommen wir ein bisschen an Norris. Die Kurve da hinten, wo du gerade zu spät gebremst hast, bremse ich immer zu spät. Ich hasse die Kurve. Ich, oder allgemein, ja, ich hasse die diesen ist, Typ von Kurven. Die weil ist ich da immer diese zu spät 360 bremse. Grad so ungefähr. Ne? Die sind echt kacke, aber. Ja. Ja, das sind nicht 360, sondern 180. Ja, stimmt. 360 ja. Ich weiß, Mann. Ja. Leck mich. Ja, dann kann ich auch sagen, boah, ich bin gerade 360 Grad Drehung gefahren und muss ich einfach gerade ausfahren. Nein! Norris, du Arschloch. Boah, war das knapp. Norris ist an der Box. Der hat so abgebremst, weil er rechts an die Box fahren musste. Ich bin dem fast raufgefahren. Boah. Junge, ich schwitze schon, weil das war so knapp wieder. Digga, was ist da los? So, was haben meine Reifen jetzt? Okay, 28%. So, jetzt nehme ich die Verfolgung auf, mein lieber Freund. Ja. Jetzt habe ich endlich mal freie Strecke. Jetzt geht's los, sag ich dir. Okay. Dann sag mir das mal. Jetzt geht's los. Wenn das ERS mal ein bisschen durchhalten würde, dann würde es echt losgehen. Ja. Es geht so eine halbe Runde oder so. Ja, ja, ich hatte es vor Startziel und jetzt ist es bei 30. 20. Ja, vielleicht hält es noch durch. Nicht ganz, aber fast. Du hast schon eine halbe Sekunde genommen hier, Alter. Ja, ja, ich bin krass. Gönnst du mir aber wenigstens die schnellste Strecke, Runde oder glaub, nimmst du mir den Punkt wieder weg? Also ich hab sie jetzt gerade, aber... Ja, jetzt nicht mehr. Aber es ist halt so... bitte lass mir wenigstens diesen Punkt, bitte, Mann. Du wärst ja trotzdem Erster. Ja, sorry, ja. Geht. Ja, also ich glaube, weswegen ich das mit den roten Reifen doch nicht machen werde, ist, weil du siehst ja, wie früh die hier auch gewechselt haben und wie früh die roten Reifen hässlich waren. Und das stimmt, jetzt das habe ich mir auch genau gedacht, dasselbe aber. Mit den gelben Reifen. Fühlen sich jetzt auch schon hässlich an auf dieser Strecke. Du brauchst halt eigentlich wirklich so richtig gute Reifen auf dieser Strecke. Hyper, hyper. Auch wenn die angeblich nicht so viel Prozent haben, ist es halt trotzdem... Oh Gott, da sind... Ja, ja, ich gehe sowieso gleich in die Box, weil ich das schon da über 100 gerade gesehen habe. Was ist? Über 100 waren da gerade. Was? Lol. Also ich mache meinen planmäßigen Boxstopp mit 21 dann. Ja, ganz normal.
kannst gerne gegen mich einen Undercut machen. Echt? Aber wenn du jetzt in die Box gehst. Du kannst mir auch gerne die schnellste Runde lassen. Wenn du merkst, dass Lila Sektoren, dann musst du dann einfach kurz vor Startziel dann mal ein bisschen auf die Bremse gehen. Ja, mach ich. Du hast ja im Endeffekt sowieso mehr Punkte. Echt? Oder du nimmst die schnellste und lässt mich auf Platz 1. Ich fahr einfach durch. Ja. Kann man machen. Kann man mal machen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nee. Oh, nee. Wahrscheinlich fahre ich dann so vor dir, alle Reifen platzen. Alles explodet in deinem Müll. Aufstartziel dann alles, geht kaputt. Ja, ja, bei mir platzt es, bei dir fliegt dadurch das halbe Auto weg, vor lauter Luftdruck. Luftdruck, oder? Das wird richtig gut. Oh Gott, da hatte ich gerade einen Quersteher. Standst du quer? Ja. Oder nur so leicht? So leicht. Ja, die habe ich immer wieder. Bin ich gar nicht anders. Ist ja auch so. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den EAS-Einsatz. Also wir pendeln so gerade bei unserem Abstand zwischen 22 und 21 Sekunden. Ja. Ah, da sind es wieder 22. Gott, das war schlecht. Mitten hat von dir nochmal 12 Sekunden Abstand. In der Verhältnisse wie in Kanada. Nee. In Kanada da hattest du ungefähr eine Minute Abstand. Und ich 30 dann kam Sekunden. Das Safety Car. Box, Box, Box. Soll ich jetzt gegen die Wand fahren? Ja. Jetzt? Nee, nee, bitte nicht. Wir brauchen doch endlich mal Konstrukteurs-Punkte hier. Stimmt. Ja, unbedingt drauf gucken, weil ich gar nicht mehr, wie es da so abgeht bei uns. Ja, richtig gut. Wir waren eigentlich echt nicht schlecht. Ja, wir waren wirklich nicht schlecht, aber das heißt ja nicht, dass wir gut sind. Doch, doch. Also ich war halt gut dabei. Als du die ersten Rennen mal rausgeflogen bist, war ich gut dabei. Ich meine, ich habe nicht so oft gewonnen wie du, aber ich habe fast immer Punkte geholt. Ich bin ja vor dir immer noch. Ja, ich hatte auch einen kleinen Quersteher. Kleinen, oder? Ja, ja. Diese Runde geht's in die Box. Ich habe einen kleinen. Ich soll denen eine Inlap geben, was ist das denn, ey? Nix kriegt ihr. Was Inlap, voilà. Was willst du von mir, du? Oh, 5 Sekunden. Jetzt bremsen. Ja, mach ich gerade. Ich weiß. So gut. Jetzt musst du noch mehr bremsen, immer noch mehr bremsen, Mike. Bremsen! Brems! Hau die Hufe! Jetzt nicht mehr. Warte, jetzt auch. Oh! Oh! Boah, ey, die gelben rutschen schon wieder so, ne? Das ist so nervig. Ich weiß. Eine jetzt nicht mehr. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Kannst du warten, bis ich aus der Box komme? Guck mal, sogar 4,6. Du bist richtig schlecht gerade. Weiß. Nein, weil ich gerade was eingestellt habe. Bist du nicht. Du bist krass. Auf Fett und Hotlap gestellt. Das ist auch heftig. So, das mit der Kamera klappt eigentlich auch ganz gut. Alter, wie ich gerade um... Der Akku hält zwar nur lang, aber für 10 Runden wird er wohl noch halten, der Akku. Boah. Los, los, los! Oh, roter Sektor. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen. Okay, ich bin Dritter tatsächlich. Heißt, ich muss Hamilton jetzt wieder überholen. Der wird wahrscheinlich nicht mehr gehen, ne? Nee, der hat ja schon 2 Boxen. Ja, eben. Ja, das ist ja jetzt doof. Habt ihr gesagt, du sollst durchfahren? Junge, ich wäre so rausgeflogen. Luziere deine Mutter gleich. Nicht den ERS-Einsatz.
Der Typ mit seinem Bagger ist richtig geil. Du hörst die ganze Zeit so BUM! Als würde irgendwie das ganze Haus abreißen. Ach Mann, Jan, ich hasse dich. Du bist so nervig, echt. Er ja, sagt auch noch, ja, Zeit. Ja, ich mach's. Wollte ich ein bisschen fordern, ein bisschen Spannung. Das ist rein. Nervig, ich hab keinen Bock mehr. Du sagst, du hast keinen Bock mehr, wir fahren doch jetzt noch 4 Rennen. Oder? Gieß nicht dein Reifenmanagement. 1 fahren wir noch. Hungary. Hab ich richtig Bock. Ich auch. Vor allem mit diesem geilen Randstein, der dich richtig fordern wird. Ja. 0 Punkte, sag ich jetzt. Du schon. Bist damals, ich glaub, irgendwie 5 oder 6 Mal da ja, reingefahren. Ja, deswegen musst du jetzt nur nach Hamilton wegmachen. Damit da ein bisschen so Sicherheit ist. Deswegen brauche ich auch den extra Punkt. Würde ich, wenn ich rausfliege und er erster wird, ach so, ja, du brauchst ihn, ich nicht. Würde ich auf Platz 1 bleiben, ne? Wahrscheinlich wird er erster, hallo, ich werde erster, ich bitte dich. Geilster Joke, den ich in diesem Jahr gehört habe. Was ist denn mit dir? Oh, scheiße! Oh, war doch gut. Ich dachte, ich hätte mich verbremst, aber ich habe die Kurve, glaube ich, noch nie so gut genommen. Ist dir dumm? Offensichtlich, oder? Oder? Alter, ich rutsche. Echt? Was ist im Spiel? Gar nicht, dabei, da bin ich ja so gut. Da wärst du hier gleich ein Überrunder vor. Hast du auch eine Rutsche in deinem Zimmer? Ja, ich. Ich hast ja gesagt, au, also weil du auch eine hast. Ja, ja, klar. Wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Hab ich ein Williams habe ich jetzt hier vor mir. Echt? Hast du schon überrunden, ne? Ja, direkt einer hier vor mir ist. Ach, direkt, ey, krass. 100 Meter vor mir oder so. Ich habe ungefähr 20 Meter vor mir Hamilton, der mich nach außen drängt. Was ein Arschloch. Okay, ich habe ihn drauffahren lassen. Vielleicht ist er dadurch rausgeflogen oder muss an die Box oder so. Extra für. Du hast ihn drauffahren lassen? Ja, ja, habe ich doch. Ich habe doch gesagt, ich mach's. Also warst du schon vor ihm, als du das gemacht hast? Ja, klar. Bottas ist auf Platz 19. Das ist ein Metz. Was? Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo Bottas ist, aber ich dachte, er ist irgendwo im Mittelfeld halt. Oh Gott, er hätte mich beinahe getötet. Das war so close. Also ich denke oder hoffe, dass Hamilton jetzt an die Box muss. Also ich habe ihn in dieser 180 Grad, 360 Grad Kurve überholt und hab dann bin dann ganz stehen geblieben, also 0 km/h und er ist mir dann draufgefahren. Nice. Verwarnung habe ich bekommen, aber nee, er fährt nicht an die Box. Was ein Arsch. Aber er ist auf jeden Fall langsamer dadurch, vielleicht überhole ich ihn noch mal. Deinem Hintermann vergrößert sich jede Runde deutlich. Gute Arbeit. Der Mieke. Habe ich es wohl wieder nicht geschafft, wa? Kannst du jetzt bitte stehen bleiben? Hab ich gerade schon die ganze Zeit. Ja, ja. Ist klar, ne? Ich glaube, ich habe kaputte Reifen aufgezogen bekommen. Meinst du? Ich jetzt schon 40%. Was? Ich habe 8. Wahrscheinlich hast du meine alten bekommen. Ja, weil ich vor dir gesetzt habe. Ja. Ich habe 12%, aber die rutschen trotzdem wie sonst was. Es regnet. Echt? Nein. Geil. Das Gefühl, ich spiele gerade Need for Speed. Was ist das denn? Ich auch nicht. Oh shit. Müssen außerhalb der Strecke. Hör's nochmal. Wollte gerade schon Fahrer vor mir sagen, aber. Das ist so ein Angeber einfach. Ohne Müll. Das ist so geil. Und nervig. Okay, nein, Leclerc hat Hamilton überholt. Ah, 22 Sekunden. Ich glaube, er wird noch von 1-2 Leuten überholt, Hamilton. Also ist ja ein bisschen geschädigt, ist er schon. War ja vorher auch schon, aber nein.
wir beide so einen richtig guten Joke gebracht haben. Oh Mann. Jetzt muss ich mich nochmal anstrengen, dass ich die schnellste Runde nochmal hole. Ja, das. Damit du sie mir dann in der letzten Runde nochmal nimmst. Ja, mach ich. Weil du gar kein Gönner bist. Letztes Mal hat er noch gesagt, ja, habe ich dir ja gegönnt, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht. Ich gönne dir das doch alles, ich gönne dir auch einen Sieg. Aber dafür musst du auch was machen. Erhöhe den EAS-Einsatz. Halt die Fresse. In uns auf jeden Fall erstmal die Konstrukteurspunkte hier, die gönne ich uns richtig. Jetzt habe ich hier 3-4 Überholer und deswegen. Überholer? Überrunder. 4 Stück genau und dann noch kommen noch 2 weitere. Ja, hier ist vor mir und deswegen gehe ich jetzt mal in die Box. Hol mir rote Reifen. Theoretisch könntest du es machen. Nee. Weil, naja, doch. Ich wäre vielleicht dann noch safe, noch ein paar Sekunden vor dir. Nur ein ganz paar. Außerdem könnte ich dich mit roten Reifen dann so leicht überholen und dann hätte ich so leicht eine lila eine Zeit. Ich schaffe die lila eine Zeit auf jeden Fall nicht. Echt? Nee. Hast du probiert? Ja. Ich weiß gar nicht, was meine Zeit ist. Ich habe gerade Gas gegeben und so, ich habe eine rote. Ah, er hat mal Gas gegeben, mache ich auch gar nicht. Im Rennen, ja, ich habe eine rote Zeit gemacht. Ah, das ist richtig, wurde richtig denied von dem Game. Alter. Ich denke mir so, ja komm, gibt's richtig Stoff und dann, ja, leck mich. Kriegst eine rote Zeit reingedrückt. Also ich darf jetzt hinter 4 Autos, ich bin jetzt in der Perlenkette ganz hinten. Ich werde das wahrscheinlich sowieso sterben. Weil die sich gegenseitig überholen und versuchen mir Platz zu machen und das komisch und bremsen und stehen bleiben auf der Strecke. Stehen. Deswegen also, ich werde, du wirst gleich überholen. Ohne mich weiterfahren müssen. Ja, damit habe ich kein Problem. Nein, bleib da, ich will dich nicht verlieren. Gott, Alter, links, rechts, Kurven fahren hier. Ja, ja, da, Kurven gehen Kurven links, sind. Rechts. Hast du schon recht. Ja, ich muss gerade auf der geraden links und dann nochmal rechts. Boah, fuck. Ganz neue Streckeninterpretation. Durch, dass da so komischen Pylonen auf der Strecke standen gerade. Wahrscheinlich. Und Slalomkurs muss ich gerade fahren. Ich wäre einfach komplett drüber gefahren. Okay, also ich habe alle 4 schon hinter mir. Ich habe es geschafft, an dir vorbeizufahren. So, jetzt habe ich die nächsten 2. Oh, und jetzt schon 24 Sekunden. Da war ich offensichtlich. Pylonen fahren ist gut. Einmal. Nee, ich fahre gerade schlecht. Ich weiß nicht, was. Ich glaube, mein Motor kackt gerade ab oder so. Nice. Ich habe gerade irgendwie nur noch einen. Ich fahre mit halbem Motor irgendwie. Etwa 5 Runden. Hast du ihn abgeschnitten, durchgeschnitten? Kurz abmontiert. Ja, okay. Kann ich verstehen. Ich wollte ein bisschen leichter sein. Ich bin jetzt bei Platz 14. 14 und Platz 13. Werde ich aber diese Runde ohne ERS nicht mehr packen. Ich habe auch keine ERS, also nächste Runde greife ich bei denen an. Dann lege ich sie mir direkt zurecht und überhole beide statt sie. Oh mein Gott, okay, der will jetzt schon überholt werden. Alles klar. War gerade voll im Kampf gegen Grosjean, wurde, hat zum Überholen angesetzt und dann hat er offensichtlich einen Befehl gegeben, dass er mich durchlassen soll und ist auf der Strecke stehen geblieben. Plötzlich, einfach so, obwohl er gerade überholen wollte. Nice. Wenn du hinter ihm gewesen wärst. Ja, ich bin quasi gerade wirklich noch so ausgewichen. Ja, ich kenn's. Ich fahre manchmal dann. Der auch einfach auf Startziel, gerade wo er eigentlich beschleunigen sollte, abgebremst. gerade. So crazy. Ja, ja, ich finde das echt ein bisschen häselig gelöst. Ja, das ist gar keine Lösung. Das ist gar keine Lösung. Alter, was macht eigentlich Bottas, ganz ehrlich? Weiß ich nicht, aber finde ich nicht schlimm. Ist ja immer noch 19. Ja, ja. Der holt auch null auf, also. Ich weiß. Erhöhen wir den war mega langsam. Verbrennen ein bisschen Energie. Keine Ahnung, der scheint irgendwie ein kaputtes Auto zu haben.
Was hast du für eine Zeit? 1:15:09. Was? Das ist doch ein Prank, oder? Nee, steht hier. Was? Als ob, wie gut muss man sein? Meine beste war 1:17:0. Du warst einfach 1,1 besser. Wie soll ich das denn schaffen? Ich glaube, ich muss irgendwie die Streckenführung anders interpretieren. Ich hab's dir ganz normal. Ich habe auch noch kein einziges Mal eine Verwarnung bekommen im Rennen. Weder für eine Berührung noch für Abkürzen. Ich schon. Für beides. Zwei Runden noch. Das, also ich probiere es jetzt noch einmal, aber das der fünfte Sieg in Folge sein. Aber dann kommt Ungarn klappen. Und dann ist halt hässlich. Aber es macht mir nichts, wenn ich das jetzt hier geschafft habe, bin ich erstmal ein bisschen safe vor Hamilton und dann reicht es einfach, wenn ich so weiter so einfach Punkte, ich will nicht rausfliegen, das ist halt mein Ziel bei Ungarn, ich will einfach Punkte bekommen. Das ist mir egal, ob ich Sechster oder Fünfter oder irgendwas nicht rausfliegen, bin. Punkte bekommen, ja. Direkt das Ziel angehoben. Ja, das ist natürlich... nicht Elfter oder drunter werden will, das ist natürlich das. Das ist klar. Impliziert man dadurch, dass man halt nicht raus. Ja, oder? Also ich impliziere das. Ich nicht. Energie ist zum Ausgeben da, danke sehr. Danke. Also wenn ich es jetzt schaffen soll, den schnellste zu fahren, wenn du mir den nimmst, ne? Ich steige einfach aus dem Projekt aus. Kann ich nicht mehr. Ich nehme nie wieder mit dir auf. Kannst du mal alleine machen. Ich fahre jetzt noch Halbgas, weil ich gerade mich. Bitte. Gefahren. 1:16:04. Der erste war lila, die anderen waren nur green. Mein Nachbar hat schon wieder irgendwas zerstört. Geht wahrscheinlich gleich so weit aus, guckt, das ganze Haus ist so kaputt, einfach steht gar nichts mehr da. Ich glaub's auch. Der ist so irre. Geiler Typ. Oh, mein Akku blinkt. Mir wird wieder warm, Leute. Tiere gerade. Was? Tiere? Ja. Oder. Ach, erstmal die Klimaanlage anmachen. Hast du jetzt auch eine? Nein. Schade. Okay. Ist was für Anfänger. Also ich ich habe wirklich überlegt, ob ich mir eine hole, aber ich habe mir noch keine geholt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es mache. Krass, ey, so gut. Weil ich brauche dann irgendwie so ein Ding, wo man das dann irgendwie durchs Fenster so macht. Ja, ja, ich weiß, das ist nervig. Hast du das auch oder hast du nur durch Wand? Nee, auch durchs Fenster leider. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. War das dabei bei dem, was du mir geschickt hattest? Ja. Aber nur ein ultra kurzer, ich habe mir dann neun bestellt. Der Schlauch war ultra kurz. Ja. Der Rest ist alles dabei gewesen, aber der Schlauch war irgendwie ein Meter oder so. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Platz. Irgendwie in den Rezensionen oder so gelesen, so von wegen so, ja. Holz oder Schlauch darf irgendwie nicht länger oder so, dann funktioniert es mir so gut. Ja, ich hätte ihn auch gern einfach in die Wand, aber es ist irgendwie kompliziert, vor allem weil es ja hier auch schon ein bisschen älteres Haus ist, also ja. Machst du nix. Ja, bei mir wäre es auch auf jeden Fall durchs Fenster. Geht nicht anders. Wohnung. So, und jetzt ab durchs Ziel. Erster! Oder? Jo, Glückwunsch! Glückwunsch, super Sache! Fünfter Sieg in Folge! Hast du gut gemacht, bis auf das du mir die Runde genommen hast, das fand ich dann nicht so lecker. Tut mir leid. So, auch nochmal auf Hotlap. Ich bin auch zu Ende gefahren, ich bin sehr stolz auf mich, zweiter Platz. Doppelsieg haben wir hier geschafft. Ja.
in sehr Deutschland im Heim Grand Prix. Boah. Das schauen wir mal. Das ist echt Heim Grand Prix und wir sind erst dann Zweiter. Das ist eigentlich ganz lecker. Was Punkte wir geholt haben. Ja, schnell auf die Punkte. Der Akku blinkt schon. Den müssen wir gleich mal wechseln. Oh Gott. Pokal also, 300. Was auch immer mit Bottas gerade los war. Ich find's aber nicht schlimm. Nee, ich auch nicht. Ich finde das richtig gut. So, okay, ich habe 156 Punkte. Das bedeutet, ich habe 21 Punkte nur Vorsprung. Nur oh. 21 Punkte. Ja, das bedeutet Punkte, aber, oder? Dass ich halt, wenn ich rausfliege in Ungarn und Hamilton Erster wird, bin ich noch nicht sicher. Das ist halt das Doofe. Das heißt, das ist so. Wird nicht ich hatte gedacht, ich hätte über 25 Punkte jetzt. Aber gut, ich habe 156, Hamilton 135, du bist immer noch Platz 6. Ja. Mit 98 Punkten hast jetzt aber immerhin Leclerc vor dir, also den kannst du auf jeden Fall. Gasly ist tatsächlich auch gut dabei. Gasly ist auch dabei. Weil wir drüber gerätselt haben. Bottas ist halt nur auf Platz 7, Vettel nur auf Platz 8, der ist aber auch in echt nicht gut, aber so schlecht ist er dann doch nicht. Aber Konstrukteur, auch nochmal eine wichtige Sache. Wir sind tatsächlich jetzt gut auf Platz 1, dahinter Red Bull und dann erst Mercedes. Und auf Platz 4, das ist halt wirklich ein Trauerspiel. So krass. Auf Platz 4 ist die Scuderia Ferrari. Gut, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wie gesagt, bei beiden Kanälen vorbeischauen, in der Infokarte verlinkt. Und ja, lasst eine Bewertung da. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.